Gut. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem grandiosen Video. Heute was ganz Besonderes, und zwar die Fortsetzung von dem Video von vor anderthalb Jahren. Und zwar 2-Takt versus 4-Takt und heute der ultimative Showdown. Wir fahren heute quasi zweimal das gleiche Motorrad. Wie ihr seht, die Dekore sind sich sehr ähnlich. Die Plastik sind im Grunde genommen die gleichen. Wir fahren hier fast aus dem gleichen Baujahr, eine 2018er EXC 450 und eine 2017er EXC 300 2-Takt. Und wie sich das Ganze gestaltet, das besprechen wir gleich. Alter, mir läuft das Wasser unter der Brille raus. Ich stehe auch komplett in der Sonne, Alter. So, der Plan für heute ist folgendes. Wir nehmen wieder unsere Enduro-Runde, die wir die letzten Wochen auch ab und an mal gefahren sind. Und werden heute mal probieren, wie quasi die beiden Motorräder sich auf den unterschiedlichen Untergründen und bei den unterschiedlichen Hindernissen verhalten. Ich habe mit meinem Kumpel Dennis, den kennt ihr auch schon aus, kennt ihr Dennis aus einem Video? Ich habe schon öfter mal über ihn gesprochen, aber also Dennis. Mein Kumpel Dennis, dem ihr hört, dieses Motorrad. Wir haben jetzt besprochen, dass wir das folgendermaßen machen. Wir fahren quasi die einzelnen Spots an, die einzelnen Hindernisse an und dann tauschen wir einfach mal, um zu gucken, okay, wie, ne? Ich fahre mit meiner, fahre mich ein bisschen warm, denke, okay, das Hindernis fahre ich jetzt mit meiner überfahren und dann versuche ich das gleiche mit der 450er und dann versuche ich euch gleichzeitig zu erklären, was für mich vom Feeling her der große Unterschied ist zwischen den beiden Motorrädern. Und ich denke, dass das recht interessant werden kann, weil wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Terrains hier, die wir quasi befahren können. Und da können wir eigentlich einen sehr, sehr guten Vergleich ziehen zwischen den Motorrädern. Das ist der Plan für heute. Ich nehme euch also wieder mit der Helmkamera. Wir sehen uns gleich auf dem Motorrad. Los geht's. Da geht's auch schon los. Das ist übrigens Dennis. Hallo Dennis. Da geht's auch schon los. Wie ihr gesehen habt, da das erste Mal Baumstammhügel. Ein bisschen, gerade am Anfang liegt eben so ein Baumstamm so relativ komisch quer. Da muss man ein bisschen Tempo drüber, dass man da oben auch vernünftig ankommt. Und genau, der Rest von dem Baumstammhügel ist relativ simpel. Wie ihr sehen habt, mit der 300er überhaupt gar kein Problem. Bin ich natürlich auch gewohnt, ist halt mein Motorrad. Das machen wir jetzt mit der 450er. Fühlt sich ein bisschen anders an als meine. Okay, ja, man muss technisch auf jeden Fall sauber fahren mit dem Ding. Ich war jetzt im zweiten Gang, ich probiere das mal im ersten. Aber ich glaube, der erste Gang wird schon wieder drehzahlmäßig ein bisschen schwierig. Aber ich finde es interessant, also mit meiner 500er war das bei weitem nicht so leicht, das Gas so gut zu halten. Probieren wir mal mit ein bisschen technisch ordentlicher zu fahren. Was ich sofort merke, ist, du hast die Serienfußrasten drauf, die sind höher. Ich habe deshalb hier weniger, also der Platz zwischen der Sitzbank und den Fußrasten ist geringer, das zu merken. Aber das ist halt Setup, ne? Also das hat nichts mit der tatsächlichen Fahrkultur, was du auch natürlich merkst, ist das Fahrwerk. Aber ich bin erstaunt, meine 500er war bei weitem nicht so handzahm zu bewegen. Gerade wenn es mit ein bisschen Kupplung und ein bisschen Jast, die konntest du ja jetzt, kann man gut dosieren. Ist für mich aber trotzdem viel schwerer zu fahren als mit meiner, weil ich weiß genau, dass meine nicht aussieht. Ich kann viel weniger Gas geben. Und ich habe es mal im ersten probiert und im ersten ist er natürlich noch mal viel zorniger. Also empfehle ich da durchaus nach wie vor zweiten Gang und eher Kupplungsschleifen, als es im ersten zu machen. So, okay, gut, cool. So, jetzt steigen wir mal also von meiner 300er rüber auf die 450er. Man kann sie eigentlich gut auseinanderhalten, weil hier steht 450 recht groß drauf. Deshalb können wir die eigentlich nicht verwechseln. Und spätestens, wenn das Motorrad an ist und für den Kenner an der Birne zu erkennen, eben 4-Takt. Und das werdet ihr jetzt nicht sehen, weil die Kamera das wahrscheinlich nicht hinkriegt. Aber hier vorne ist so ein kleiner Hard-Enduro-Parcours, den kennt ihr sicherlich schon aus dem einen oder anderen Video. Den versuche ich jetzt mal mit der 450 zu fahren. Die 300er habt ihr da schon ein paar Mal gesehen, also das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Deshalb geht das jetzt los. Gucken wir mal direkt hier, erstes Hindernis. Okay, erster Gang ist zu viel. Easy. Ganz easy. Und über die Kupplung auch total gut dosierbar. Das war auf jeden Fall bei meiner 500er mal ganz anders. Alter, die Kupplung ist gut.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die ist mir noch nicht ausgegangen, das ist total gut. Gut. Das geht viel besser als ich dachte. Viel, viel besser. Okay, easy. Dann haben wir hier noch so ein schönes Hindernis. Wir haben ja hier noch so einen kleinen Hard-Enduro-Park und auf diesem Hard-Enduro-Park wollen wir jetzt mal die 450er ein bisschen testen. Weil ja, habt ihr auch schon 100 Mal mit der 300er gesehen, deswegen sparen wir uns das jetzt. Denn es probiert sich so ein bisschen, weil er mit so künstlichen Hindernissen so ja keine Erfahrung hat. Und da ist das hier total gut. Wir haben kleine Hindernisse, mittlere Hindernisse, schwierige Hindernisse, leichte Hindernisse, große Hindernisse. Also da kann man sich ganz gut austoben und ich werde genau das mal probieren jetzt. Von klein nach groß und von leicht nach schwer die Hindernisse zu überfahren. Wa? Alter, 30 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit, wunderschön. Gucken wir mal. Wir werden jetzt hier wieder alles im zweiten Gang machen, weil die wirklich mir sonst zu viel Power hat. Kleines Hindernis hier. Ich merke, Originalfahrwerk. So wie die jetzt das Federbein quasi gerade zurückgehauen hat, so war das mit meiner vorher auch. Bevor ich das Fahrwerk habe machen lassen. Der Punch von dem dicken Einzylinder ist wirklich bitter. So, wir probieren jetzt mal hier die Röhren. Wir versuchen erstmal diese Röhre hier. Auch wieder zweiter Gang, ganz langsam, schön technisch sauber. Wunderbar. Easy. Also sie fühlt sich jetzt nicht grundsätzlich viel behäbiger an als meine. Also das, was ich sonst so gewohnt bin, dass die dicken Viertakter halt so, ich sag mal, dass sie sich nicht gut bewegen lassen. Das macht die hier überhaupt nicht. Im Gegenteil, die fühlt sich wirklich gut an. Also echt, echt in Ordnung. Jetzt mehr fast hingemault da gerade. Alter, dieses Hindernis mit dem Motorrad hier ist auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Gucken wir mal. Okay. Ah, hier brauchen wir jetzt Eier, weil das fühlt sich einfach wirklich durch das langsam Fahren krass an. Okay. Geht. Aber ich habe ein bisschen die Hose voll, Gas zu geben, weil die halt so in den unteren Drehzahlen so pervers losfährt. Okay, machen wir das mal hier nochmal. Wie viel Power das Ding hat, Alter. Ja, weil der unten rum kommt, so, ne? Da passiert halt unten rum, ist das so gleichmäßig und leichter zu dosieren, weil nicht sofort so richtig viel losgeht. Und hier ist halt Abstand der Drehzahl, vollen Hammer. Wann der Reso kommt so, und dann bist du vorgeht, so, ne? Genau, also man fühlt bei der total gut, jetzt geht's los so. Ja. Wie bei einem Turbomotor mit einem zu großen Turbo. Ja, ich denk mal, das ist auch so. So, Jungs und Mädels. Wir, naja, eher Jungs. Ich habe 2% zu weibliche Zuschauer. Also Jungs, hier gibt es einen etwas ein bisschen technischeren Hügel. Den habe ich mich letztes Mal mit der 200er Gasgas nicht getraut zu fahren. Da werde ich jetzt mal versuchen, mit der 450 hoch zu donnern, weil da ist einfach die Power da. Das machen wir jetzt mal. Aber erstmal nehmen wir einen anderen Hügel, um zu gucken, ob ich überhaupt klarkomme. Alter, Leistung ist durch nichts zu ersetzen. Geil. Das ist echt gut, Alter. Also auch der Reifen kann offensichtlich gut werden. Da ist echt Grip. Auch in dem Hügel habe ich mich mitten im Hügel nochmal umentschieden. Auch rechts in die olle Rille fahre ich nicht. Fahre ich links hoch. Da ist nochmal deutlich steiler. Rupp, hoch. Geil.
Jetzt den Jutenhügel. Ich stehe mitten in der Sonne, mir läuft das Wasser, Alter. Kicken wir mal, dass wir da hochgeballert kommen. Gut. Jetzt fahre ich hier runter und auf der anderen Seite ist das gleiche nochmal, nur noch enger. Gucken wir mal. So, unser bekannter Hillclimb. Hier knattern wir jetzt hoch. Ja, zumindest was probiere ich das jetzt mal. Und guck mal, wie sich das so anfühlt mit dem Trecker. Wenn wir das gemacht haben, dann fahren wir hier hoch. Das gucken wir uns aber gleich erstmal an, wenn wir da sind. Sollte jetzt eigentlich kein Problem für Sie darstellen. Ich mache das jetzt eigentlich nur, um rauszufinden, wie das so ist vom Unterschied her zu meiner 300er. Trecker. Geil, Alter. Trecker. Ist okay, ein Trecker, Alter. Ist wahnsinnig. Was das Motorrad eben alles verzeiht, ist echt krass. Dabei könnte meiner nicht hochgefahren. Aber war auch Kotzgrenze. War jetzt, da musste ich schon ein bisschen arbeiten jetzt, ja. Alter. Wahnsinn. Das ist wirklich auch über den Baumstamm noch. Ich dachte, oh, da liegt ein Baumstamm noch. Ja, probier's mal. Ich wollte schon abbrechen mittendrin, aber Ding so gut. Gut, das war das eine Ding. Jetzt fange ich nochmal runter und von da drüben hier quer hoch ist noch mal ein bisschen, weil das so, halt so nach außen fällt immer. Ah. Ja. Meine Fresse. Alter. Anstrengend ist es. Gucken wir mal, ob wir diesen schmalen Trail da hoch auf den Berg, der ist nicht ohne, Alter, aber da nach außen fällt und überall Bäume liegen, gucken wir mal. Gut, der Reifen ist nagelneu, das darf man nicht vergessen. Aber auch über die Hügel. Da brauchst du mit wenig Kupplung eigentlich. Kannst du kurzer Jaststoß, hebst das Vorderrad über den Baum. Und auch wenn du denn zum Stillstand kommst, hat die einfach so viel Dampf unten rum. Ich krieg keine Luft. Hat die so viel Dampf unten rum, dass er dich sofort wieder losfährt. Sofort rauszieht aus dem Loch. Voll geil. Das kann sie. Ne, also was ihr an den schweren Hindernissen fehlt, das macht sie hier aber deutlich weg. Deutlich. Das mag wohl nicht das beste Wetter sein für diesen Test hier.
Aber trotzdem sind wir jetzt von unserer Motocross-Strecke angekommen. Ich kann schon ja nicht mehr reden. Also 30 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Wir schwitzen wie die Schweine. Schon 3 Liter Wasser weg. Jetzt Motocross-Track. So, zum Ende der Runde Motocross fahren, das ist eine super Idee. Machen wir jetzt. Also ruf auf die 450er und ruf auf den Track. Und dann gucken wir mal, ob ich das noch kann. Hier ist ja, muss ich ja sagen, mit der SXF 450 bin ich hier besser klargekommen als mit meiner. Und das lag nicht nur am Fahrwerk, das lag auch daran, dass einfach der Viertakt da war, musste nicht halten. Kannst im Grunde genommen alles in dem Gang fahren. Das war gut. Gucken wir mal, ob das hier auch so ist. Schnell sterben. Ich will auch hier rumliegen. Alter. Geil. Richtig gut. Ja, wie gesagt, du fährst halt alles in einem Gang. Voll geil. Wie viel Power das Ding hat. Viel zu viel. Viel zu viel Leistung. War ja richtig zu langsam gerade, Alter. Ich war einfach mal viel zu langsam.
Du hast einen Platten. Ja. Geil. Ja. Alter, das war aber dünne gerade ja. auf dem Hinterrad. Ja, all gesehen. Okay, dann fahren wir das mal ganz sachte zurück. Jetzt, Oh. Oh. Ich, dass ich so einen harten Stiefel anhab. Alter, tut das weh. Schön Oh. Okay, ja, das hat weh getan. Aber nicht so schlimm. Okay. Hört ihr das im Hintergrund? Es donnert. Ja, weil Wärmegewitter. Jetzt guckt mal bitte, wie wir aussehen. Platschnass. Fix und alle. Genau, so viel also zum Test. Zweitakt versus Viertakt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mal zeigen. Ich habe gerade eben mich mit der 450 fast noch auf die Fresse gepackt. Schön im Wheelie. Platten. Als wäre beim. Also, das hatte ich vorher überhaupt nicht angekündigt. Als wäre auf einmal beim Kupplung loslassen der Schlauch geplatzt oder so. Vielleicht einfach das Ventil abgerissen oder so. Das kann schon sein, dass genau in dem Moment war das. Sofort die Luft weg und habe ich mich fast auf die Fresse gepackt. Deswegen tut mir jetzt wie Sau der Fuß weh. Aber haben wir gerade noch gerettet. Ich dachte, ich schmeiße weg, Alter. Auf Beton, das wäre nichts. Hast du aber schon so gesehen. Ey, ich habe wirklich gedacht, jetzt mache ich dein nagelneues Motorrad kaputt. Ja. Ja, aber wie ihr seht, auch bei den Probefahrten bleibt sowas nicht aus. Ja? Also bisher habe ich noch nichts kaputt gemacht. Auch von den geliehenen Motorrädern noch nicht kaputt gemacht, das ist ganz gut. So, kurzes Fazit zur 450er möchte ich euch noch abheben. Und zwar, wir haben das vorhin besprochen, es ist tatsächlich so, dass die Zweitakter nicht mehr so viele Allüren haben, wie die Zweitakter früher hatten und die Viertakter nicht mehr so viele Allüren haben, wie die Viertakter früher mal hatten. Die Motorräder sind viel näher zusammengerückt und dadurch ist der Unterschied zwischen Zweitakt und Viertakt einfach nicht mehr so krass. Ja, das hat gerade die Blitz, auch geil. Und weil der Unterschied einfach nicht mehr so extrem groß ist, ist es tatsächlich mit der 450 auch im Hardenduro relativ einfach möglich, jetzt wirklich gut zu fahren und auch da gute Zeiten zu fahren. Auf der Motocross-Strecke, auf dem Feldweg, da wo du wirklich Leistung brauchst, auf dem Sandweg, auf den schnelleren Passagen ist die 450 der 300er um Meilen voraus. Das muss man ja einfach sagen, 450, mega, mega geiles Motorrad. Die 300er ist nur an einer einzigen Stelle besser. Das ist, wenn du sehr, sehr langsam fährst, wenn es sehr technisch ist und die du im Grunde genommen diese derbe Drehmoment, was der Viertakter im Grunde genommen Abstandjahrsdrehzahl hat, wenn du das nicht brauchst oder das einfach zu viel ist, da ist der Viertakter wirklich, da ist der zu Hause. Was ich jetzt auch festgestellt habe, ist, dass tatsächlich auf der Motocross-Strecke der Viertakter sich ganz total simpel fahren lässt. Du kannst alles in einem Gang fahren und so, das ist einfach wirklich, wirklich gut. Also die Macken, die Dinger mal hatten, sind einfach nicht mehr existent. Ich hoffe, ja, weil es fängt gerade übelst an zu regnen und wir müssen die Autos noch packen. Vielleicht sag ich noch was, vielleicht, nee, ich sag nichts mehr. Ich soll dabei gewesen sein. Ich glaube, das Video ist schon lang genug. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.